Jo Freunde der Oldschool-Serien, ich grüße euch! Herzlich willkommen an die Fans von aufgehenden Sternen. So unnötig manchmal, was ich rede. Nein, meine Besten, ich grüße euch zu der Serie Haaland Rising Stars. Also ganz kurz und knackig, aufgehender Stern. Ich habe Bock auf die Serie aus mehreren Gründen. Erstens, ich möchte wieder eine dauerhafte Serie. Zweitens, ich möchte eine Serie, wo ihr einen krassen Einfluss habt. Drittens, ganz am Anfang schon erwähnt, das sind so Oldschool-Geschichten. Oldschool-Serien mit Upgrades, mit euren Einfluss. So sind die YouTuber, die heute richtig groß sind, so haben sie damals begonnen, mit solchen Serien. Für mich persönlich finde ich es auch mega interessant, weil da werden Spieler kommen, die würde ich so nie freiwillig spielen. Dann kann es auch sein, dass ihr euch mit Spielern auseinandersetzt, das hättet ihr so nie gemacht. Aber kommen wir mal zum Prinzip. Ich habe mir Haaland ausgesucht aus zwei Gründen. Erstens, er spielt beim FC Red Bull Salzburg. Ich bin Content Creator für den FC Red Bull Salzburg. Das heißt, es trifft sich mega, mega gut. Er ist mega gehypt. Er ist der erste und auch jüngste Spieler, der in den ersten drei Champions League Spielen, glaube ich, 6 Tore erzielt hat. 2000er Baujahr. Also wirklich, das ist das beste Beispiel für aufgehender Stern. So wie eben die Serie Rising Stars heißt, ja. Wo beginnt jetzt schon mal euer erster Einfluss, Freunde? Um Haaland bauen wir uns erstmal ein Bronze-Team auf. Ich habe jetzt schon gespeichert 2, 3 Screenshots. Richtig, richtig gute Bronze-Teams sind dabei. Wenn ihr Ideen habt, ist egal welche Formation, dann raus damit. Ihr könnt mir das gerne auf Twitter senden, Twitter Pato FIFA. Auf Instagram könnt ihr mir einen Screenshot schicken, Pato FIFA. Oder wenn ihr Bock habt, bauen wir morgen gemeinsam im Livestream ein Bronze-Team zusammen. Habt ihr denn Bock? Hashtag Stream in die Kommentare. Was ganz genau ihr liebt es, Teams zu bauen. Ich weiß es. Wenn ich in meinem Stream im Titel habe, Team umbaue, dann habe ich in den meisten Fällen doppelt so viele Zuschauer wie normal. Aber wie geht's weiter? Wir müssen ja dann auch das Team upgraden. Das heißt, ich hätte das so gedacht, dass pro Tor von Haaland plus 2. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich habe den. Pro Serie sind 2 Spiele. Und nehmen wir mal an, ich habe das erste Spiel 1-0 gewonnen und das zweite Spiel 2-1. So, das heißt, in der Folge 2 haben wir dann unser Bronze-Team. Und das ist eine Upgrade-Serie, Freunde. Und zwar, ich lasse euch wirklich extrem viel Einfluss in diese Serie nehmen. Ihr dürft es dann aussuchen. Pro Folge werden immer 2 Spiele gespielt. Und da ist jetzt schon mal eure erste Entscheidung, Freunde. Gehen wir nach geschossenen Toren, dann nehmen wir mal an, das erste Spiel habe ich 1-0 gewonnen und das zweite Spiel 2-1. Das heißt, wir haben 3 Tore geschossen, haben aber ein Gegentor bekommen. Eure erste Entscheidung jetzt, Freunde, in die Kommentare. Rechnen wir dann das Upgrade plus 3 oder plus 2? Also ist ein Gegentor immer ein Abzug? Wollt ihr das so haben? Ja oder nein? Wie in den Vettel-Folgen zum Beispiel oder United, dass immer pro Gegentor wurden immer Coins abgezogen. Ne? Oder ob wir das so weglassen sollen? Das ist jetzt die erste Frage. Die zweite Frage. Ich hätte das so entschieden, dass Haaland, wenn Haaland ein Tor schießt, es ist immer plus 2. Wenn ein normaler Spieler außerhalb von Haaland trifft, ist das plus 1. Ich würde aber bei Haaland noch dazu nehmen die Vorlagen. Das heißt, wenn Haaland ein Tor schießt, plus 2. Wenn Haaland eine Vorlage macht, nochmal plus 1. Da, wo ihr jetzt auch richtig krassen Einfluss habt, ist die Paarauswahl, Freunde. Und zwar würde ich das so machen. Nehmen wir mal an, wie gesagt, ich habe 3 Scorerpunkte in 2 Spielen geschafft, ja? Dann können wir upgraden, sagen wir mal, um 3 Punkte. Wenn wir hier den jetzt sehen, 59, dann kann ich zum Beispiel euch einen Spieler stellen plus 3. Also das heißt, der nächste kann dann 62 haben. Ich kann euch aber dann 2 Spieler auch noch vorstellen. Sagen wir mal Hausnummer, ich habe den noch zusätzlich drinnen. Dann kann ich sagen, ich nehme einen plus 1, also der hat dann am Ende 60. Und dann nochmal plus 2, also der hat dann 54. Ich würde euch immer jeweils 2 Spielerpaare zur Auswahl stellen. Paar 1 und Paar 2. Aber jetzt kommen wir wieder zu euren Einfluss. Ihr könnt mich auch überbieten. Ihr könnt schreiben Paar 1, aber ich würde lieber Spieler bla 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 nehmen. Also wenn das im Rahmen ist, zum Beispiel in diesem plus 3 Rahmen ist, es kann auch nur ein Spieler sein. Es müssen nicht 2 Spieler sein. Es kann auch sein, dass ich euch nur einen Spieler stelle. Und genau dasselbe könnt ihr auch machen. Solange das von den Punkten her passt, lasse ich mich auch gerne von euch überzeugen. Ihr könnt mir auch ein bisschen mehr Druck machen, indem ihr eure Kommentare hochliked oder eben die Kommentare eines anderen Users hochliked. Ja, der hat recht, das ist besser. Pato soll lieber diesen Spieler nehmen. Buff.
fertig. Und jetzt kommen wir auch noch zu Special-Folgen. Ich habe mir gedacht, dass jede dritte und jede fünfte Folge eine Art Special-Folge ist. Das heißt zum Beispiel Folge 3, Folge 6, Folge 9 und immer in Dreier-Schritten weiter und dann Folge 5, Folge 10, Folge 15, also 5er-Schritte. Ich würde sagen, dass jede dritte Folge, bei jeder dritten Folge das zweite Spiel ein Mystery-Ball-Match ist. Da könnte es ja zum Beispiel sein, dass ich ein plus 10 erreiche bei der Tordifferenz, damit wir mit den Upgrades auch dementsprechend weiterkommen. Und ich würde meinen, dass wir bei jeder dritten und bei jeder fünften Folge eine Art Special-Folge einbauen. Bei jeder dritten Folge würde ich im zweiten Spiel ein Mystery-Ball-Spiel spielen. Da könnte es ja wirklich sein, dass ich eine hohe Tordifferenz erziele, damit wir bei den Upgrades auch dementsprechend schneller weiterkommen, weil wir starten ja mit einem Bronze-Team. Und ich möchte bis zum Juli fertig werden, also das Endteam vorstellen. Da möchte ich bei einer Folge gegen jemanden von euch spielen, gegen ein Mitglied. Und das letzte Video soll dann das große Finale sein, eben gegen einen großen YouTuber. Ja, das wird so cool werden, Freunde. Und jede fünfte Folge würde ich einen Draft machen. Und je nachdem, was wir ziehen, nehmen wir mal an, ich bekomme als Belohnung 3 Packs. Pack, was ich ziehe, der beste Spieler würde ins Team kommen. Es könnte auch ein 78er Goldspieler sein, so, ja, aber es könnte auch eine Icon sein. Man weiß es nie. Seid ihr damit einverstanden? Ich frage euch, weil das ist wirklich unser Projekt, unser Baby wird das werden. Ich frage euch, jede dritte Folge das zweite Spiel Mystery Game und jede fünfte Folge ein Draft. Also ihr habt da jetzt einiges zu beantworten. Ne? Ich halte mich da echt komplett an euch. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr Bock habt, schickt mir auf Twitter oder Instagram ein Bronze-Team. Es soll wirklich nicht OP sein, es soll nicht so sein, dass es kurz vor Silber ist. 55 bis 62, das ist die Grenze. Also das Bronze-Team darf 55 bis 62 haben. Ansonsten beraten wir uns noch morgen Abend im Livestream. Wir bauen es live zusammen. Dann wie machen wir das mit den Punkten? Ziehen wir die Gegentore ab? Da würde ich meinen, ich denke, bis zur Folge 6, weil wir dann noch ziemlich Bronze-Team-lastig sind. Ich denke, bis zur Folge Nummer 6. Ich denke, bis zur Folge Nummer 6 sollten wir die Gegentore noch nicht dazu zählen. Und seid ihr damit einverstanden, Haaland Tor 2, Haaland Pro Tor 2, Vorlage 1 und ansonsten jeder Bronze-Spieler Pro Tor plus 1. Die Punktevergabe ist es in euren Sinne. Die Paarauswahl ist, denke ich, mir klar. Ich stelle euch zwei Paare oder auch nur zwei Spieler. Könnten auch drei Spieler sein. Und ihr könnt mich umstimmen. Nein, Pato, Paar 2 passt, aber Pato, schau dir mal den und den Spieler an. Und diese Kommentare liked ihr halt eben hoch, wenn ihr diesen Kommentar quasi rechts gebt, ja? Und dann noch jede dritte Folge ein Spiel Mystery Spiel. Und jedes fünfte Spiel ein Draft. Und bei den Draft Belohnungen, der beste Spieler im Pack kommt automatisch ins Team oder auf der Ersatzbank. Ich werde aber euch diese Fragen dann nochmal konkret in die Kommentare reinschreiben. Aber ich habe einfach Bock so auf so. Das ist für mich Oldschool-Feeling. Erstens, ihr wisst jetzt, diese Serie wird mindestens einmal, maximal zweimal pro Woche kommen. Ihr habt mörderisch viel Einfluss. Ihr baut mit mir dieses Team. Ihr fiebert mit mir eigentlich mit und am Ende darf jemand von euch, also ein Mitglied, ein VIP, im Video dabei sein, wie wir gegen dieses aufstrebende Star-Team spielen, wie du und ich gegeneinander spielen. Bin auch so gespannt, wie das Team am Ende aussehen wird. Habt aber auch keine Angst, ich werde da nicht faken. Es macht keinen Sinn mit Haaland, null Spiele. Das macht keinen Sinn, dann kann ich ja das gleich vergessen. Da brauche ich keine Serie starten, ne? Auf jeden Fall auch auf dieses Oldschool-Feeling habe ich so Bock. Ich brauche nicht immer Pack-Openings oder sonstiges. Ich möchte einfach mal sowas mit euch durchziehen. Und wenn diese Serie nur 900 Klicks oder sonstiges bekommt, ist es kein Problem. Ich werde Spaß daran haben. Ich denke, ein paar von euch werden auch Spaß daran haben. Wenn ihr Bock habt, gebt unbedingt ein Däumchen nach oben. Das supportet mich extrem. Danke euch dafür. Ich freue mich schon echt auf die erste Folge, wenn wir unser Bronze-Team haben. Ich kann es nicht mehr erwarten, Leute. Schönen Abend noch. Ciao.